guten Morgen. Es ist Samstag und es scheint die Sonne. Es ist richtig geiles Wetter und ich gehe heute auf die Urban Fit Days. Und ich nehme euch mit. Damit hat das erste Problem angefangen. Ja. Wir haben zwei Farben, eine Skin-Side und eine Gym-Side. Also eine Seite, die immer am Körper ist, wo mein eigener Schweiß ist, und eine, wo der Staub und Dreck und Schweiß von anderen ist. Das ist die erste Funktion. Wir haben das Sleeve entwickelt, das ist auf die Schrägbank, wo drauf gemacht wird. Das kann ich mal runterrutschen. Ja. Und hinten ist eine Tasche eingenäht, wo in die Tasche nochmal eine Handytasche reingemacht ist. Das heißt, packst dein Handy da ganz einfach rein, passt alles wieder zu, hast am besten WLAN-Kopfhörer und kannst durch das Mesh dein Handy bedienen. Du kannst dann deine Musik auswählen, deine Playlist und einfach stressfrei und hygienisch trainieren. Das ist eigentlich schon alles. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nämlich zum Beispiel nie, wo ich mein Handy hin tun soll beim Training. Das liegt dann irgendwo immer am Boden rum. Ich habe immer Angst, dass irgendwer drauf tritt. Ja. Genau, und die Handtücher liegen meist auch am Boden rum und dafür haben wir einen magnetischen Clip. Du kannst es an jedem Gerät anpinnen, es liegt nicht mehr im Boden, es liegt nicht mehr im Dreck und du bist frei und kannst dich super gut im Studio bewegen. Das ist eigentlich super. Das ist der absolute Hammer. Also ich werde auf jeden Fall, ich brauche so ein Ding, es braucht so ein Handtuch. Sani, du kriegst eins, auf jeden Fall. Ja, also, like us bei Facebook, Things und Towel und ihr werdet bestimmt ganz bald noch mehr von uns hören. Sag euch was, hier gibt es so leckere Sachen und ich darf nichts probieren. Das ist so gemein. Dafür habe ich ein Wasser. Aber gut, was soll's. So, das Ding ist jetzt gerade vor meiner Nase hier rangefahren. Das ist die erste, die davor steht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist denn das? Das ist eine Lauf-Community von Adidas. Ach, cool. Cooler Bus? Ja. Okay. Läufst du auf? Ja, aber heute nicht. So warm. Ja, also heute ist sehr warm. So, das war's dann auch schon wieder. Ehrlich gesagt habe ich mir die Messe ein bisschen größer vorgestellt, aber gut. Geiles Handtuch und in der Sonne rumlaufen kann nie schaden. Also war schon cool. Und wenn ich was essen hätte dürfen, wäre es hier wahrscheinlich auch viel krasser abgegangen. Da hätte ich alles durchprobiert. Aber gut, beim nächsten Mal dann. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.